Nur eins, es steht bei der Stadt Weißenburg im Internet ganz klipp und klar. Ja, soll ich sie noch anzeigen wegen Beleidigung? Ja, ich hab's auf Video. Das ist deine Meinung, aber das ist nicht das geltende Recht. No. Ich hab's schon allzeit schriftlich nach Hause gebracht. Oder was? Von der Stadt Weißenburg, von der Land Bayern. Dann war ich ja dann aufs Bahn aufgebaut. Und dann war ich Fahrrad weg. Wieder her. Wenn es jetzt passiert. So ein Stepp doch. Ich dachte, dass ich Fahrrad wegnehmen kann. Dann zeige dir das mal, was Sache ist da. Ja, kannst du probieren. Ja, mit dir schon. Weil die hinten da auch schauen nach. Nur dann gut auf die. Wollen Sie wirklich mit mir anlegen? Entschuldigen Sie, sonst bitte noch einmal kurz warten. Na, aber beleidigen lasse ich mich nicht gern ohne Grund. Wenn ich was falsch gemacht habe, dann stehe ich dazu. Aber wenn ich dumm angemacht werde, wegen irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen anderen Meinungsleuten vertreten, dann finde ich das eine Frechheit. Und dann davonlaufen, Angst hast, anstatt dazustehen und einen Namen zu geben. Und dann kann ich sagen, okay, wir klären das. Ja, dann lass doch mir auch mal Ruhe. Was regst du denn so auf? Der ist auch klein. Und außerdem brauche ich das hier nicht. Das Ortsschild ist davon. Das war vorm Ortsschild, das war in der Stadt Weißenburg und da gilt die Gemeindeordnung der Stadt Weißenburg. Morgen beim Ordnungsamt an und da geht auf die Internetseite von der Stadt Weißenburg. Hundeleinverordnung im Parkanlage, ja. Kiosker Parkanlage. Normal könnte ich sie losmachen, aber ich mag es nicht. Aber ich mache trotzdem, weil es eine Sauerei ist. Da komm her, Schieder. Hier, komm. Der hat auch ein kleines. Wenn ich weiß, weiß nicht, kriegst du noch eine.
Und dann mal die Nachbarn reinschmeißen, genau. Ja, aber besser als vor der Haustür, oder? Komm, Sheila. Brauch nicht unbedingt einen Friedhof verunreinigen. So, können wir gucken, können wir los, auf geht's. So, ich wieder hier rüber. Das auch nicht. Komm her.